Jo Leute. Hallo. Ich bin so ein professioneller YouTuber. Ich filme Sachen mit meinem Handy. Und damit, jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich gucke gar nicht zu euch. Herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Ja, wir sind jetzt noch hier im Flur. Ich kann mich auch gerade mal wegbewegen. Ich wollte nur das. Ich wollte euch nur mal anschauen. Kann ich auch mal so machen. Ja, heute, wie gesagt, gibt es die Roomtour. Ja, habe ich ja vor, keine Ahnung, 2, 3 Wochen angekündigt, dass ich das mal mache. Ist so nichts gekommen. Deswegen kommt sie jetzt. Und außerdem wollte ich mich noch entschuldigen, dass ich im Moment so inaktiv war. Darauf werde ich aber gleich nach der eigentlichen Roomtour nochmal eingehen. So, wir starten hier an meiner Tür. Die mache ich mal gerade auf. Und wir gehen hier so geduckt rein, weil ihr sonst viel zu viel seht. So, nur mal mit Lichtern. Und wir starten an meiner Tür. Dieses Poster habt ihr ja letztes Mal schon gesehen. Das war, glaube ich, in der vorherigen Roomtour, die ich euch mal hier oben verlinken werde. Da ist die verlinkt. Ja, könnt ihr mal draufklicken und dann könnt ihr sehen, was sich so alles verändert hat. So, hier haben wir so ein Abstell und Hinhängen-Ding. Den Rucksack benutze ich meistens, wenn ich zum Training fahre oder wenn ich halt einfach in meine Stadt gehe. Hinter ist ein Regal, wo Bücher drin sind, meine aktuellen Fußballschuhe, meine alten Fußballschuhe, meine ganz alten Fußballschuhe. Erklärt sich alles, denke ich mal, von selbst. Hier so eine Rolle, da kann man, das zeige ich euch mal gerade, die kann man so auf den Boden legen. Und dann kann man sich da quasi so drauf, mit den Beinen so draufsetzen und dann so nach vorne und nach hinten rollen. Das ist eigentlich ganz geil für nach dem Training. Hier ein Karton für mein Headset, muss ich euch immer wegtun. Lol. Hier, mein Roboter, den ich auch gar nicht mehr benutze. Ich benutze echt viele Sachen beim Zusammen. Das ist echt schlimm. Dann drehen wir uns weiter. Wir drehen uns nicht, sondern wir gehen weiter. Hier haben wir einen Karton, der vor meinem Kleiderschrank steht. Oh. Peace, guys. Ja, hier haben wir noch einen Sitzsack in dem Karton. Hier befindet sich erstmal so ein runder, so ein rundes Reflektier-Ding. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das reflektiert halt Licht. Ich hier runterpacke, da ist ein ganzer Greenscreen drin, den muss ich auch noch aufbauen. Aber das mache ich erst, wenn ich meinen Schreibtisch gedreht habe, was ich irgendwann jetzt heute oder morgen oder mal machen werde. Hier vorne noch ein Turnbeutel, den ich heute benutzt habe, da ich heute Sportunterricht hatte. Dann hier eine Papierlampe, die man so anmachen kann, finde ich ganz nice. Ja, und jetzt habt ihr es auch schon ein bisschen gesehen. Jetzt kommen wir zum Teil, den ich noch nicht so lange besitze, nämlich meiner Couch mit einem New York-Bild und einem Bild von einem Real Madrid-Trikot darüber. Ja, die Couch habe ich noch nicht so lange. Finde ich aber ultra nice. Die ist mega gemütlich. Oh. Ja, hier vor steht mein Fernseher. Und ja, Spiele und PlayStation und Wii U, die könnt ihr eigentlich auch mal verkaufen. Ach, Leute, ich werde doch irgendwann rich. Hier hinter, das kann ich mir gerade zeigen. Kann man hier, ich weiß, es sieht doof aus. So. Und unter der Couch ist es auch, aber es sieht man nicht so gut. So, ja, machen wir mal wieder aus. Hin. So. Dann so ein Stoffplüschhund, den ich mal in so einem Freizeitpark irgendwo gewonnen habe. Das war da so eine. Du musst mal mit so einem Basketball irgendwo reinwerfen. Und ja, habe ich ihn halt gewonnen, weil ich halt der ultra heftige Basketballprofi bin. Nein, Spaß. So, dann kommen wir jetzt zu meinem Bett. Ja, gibt es nichts viel zu sagen. Es ist ein ganz normales Bett. Ja, ein paar Kissen. Brustkissen. Klamotten, die wollt ihr, glaube ich, nicht sehen. Ja, meine Stofftiere. Ja, Leute, ich bin noch ein kleines Kind und schlafe noch mit Stofftieren. Ja. Und da oben noch ein Pikachu, was ich ebenfalls in diesem Park gewonnen habe. Dann kommen wir jetzt hier zu meinem Nachttisch, den ich. Ja, der halt neben meinem Bett steht. Hier meine JBL-Box, hier mein Wecker. Und wie früh nehmen wir das Video auf? Um 15:54 Uhr. Dann hier so, oh Leute, Peace. Seht ihr mich in den Pokalen drin? Peace. Auf jeden Fall hier stehen so ein paar Pokale. Da hinten steht noch ein kleiner Pokal und eine kaputte Nachttischlampe, die nicht mehr funktioniert. Dann hier drüber kommen wir zu meinen Schulsachen. Das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Das sind meine ganzen Fächer, die ich habe. Dann so eine. Oh. Peace. Peace Car Drivers. Dann so eine. Oh, wie heißt der nochmal? Kylo Ren.
so eine Kylo Ren-Figur. Finde ich eigentlich ganz nice, weil ich Star Wars eigentlich relativ feier. Kann man meinen Fokus drauf setzen? Nö. Und hier so eine, ja, Leute, ich bin Schalke-Fan, könnte ich euch verurteilen. Dann so eine Schalke-Spardose, die einen Sound macht, wenn man da was da reinwirft. Habe ich hier irgendwo Geld? Ja, ich habe hier so Geld. Auf jeden Fall hier neben noch ein aus Lego ein gebauter TIE Fighter. Ja, keine Ahnung, habe ich mal irgendwann zu Weihnachten gekriegt. Dann haben wir hier ein Bild von Kevin Prince Boateng mit Unterschrift, wo er noch bei Schalke gespielt hat. Ja, guter Mann, guter Mann. Dann haben wir hier so ein paar Pokémon Tin Boxes. Ja, ich habe bei Pokémon Karten gesammelt und auch Figuren und alles Mögliche. Und hier gibt es dann auf jeden Fall noch den Rest von meinem Schreibtisch. Hier unten ist mein PC, der noch an ist und ich schneide gerade schon das Video. Hier mein Mikrofon. Ich packe euch alle Equipment-Sachen von mir in die Beschreibung. Hier meine beiden Bildschirme. Also erstmal meine Tastatur. Die Skiller Pro von Shakun. Ja, finde ich ganz nice mit dem Blau. Dann meine Maus von Celotes mit einem Skorpion drauf. Den finde ich ganz cool. Das mit dem Leuchten finde ich auch ganz cool. Dann meine zwei Boxen. Ein Kendama, ein selbstgebauter YouTube-Play-Button. Ich weiß, das ist sehr unnötig, Leute. Dann hier. So ein Halter für Kopfhörer und Kabel und so eine komische Skyliner-Figur, ich weiß nicht, was ich kann. Okay. Dann haben wir hier meine Softbox. Können wir mal anmachen? Nee. So. Denke, ihr wisst alle, was eine Softbox ist. Und dann würde ich sagen, was ist auch mit dem Video für heute? Ihr seht, ich habe jetzt was anderes an. Das liegt daran, weil mein anderer Pulli, mir wurde irgendwie richtig kalt hier drin. Keine Ahnung, das Fenster ist zu, die Heizung ist auf 4. Was weiß ich. Auf jeden Fall würde ich sagen, komme ich jetzt erstmal zu den Themen, die ich ansprechen wollte. Ich sehe gerade, der Akku von meinem Handy hat nicht mehr so viel Okay, Leute, das war es jetzt auf jeden Fall mit meiner Roomtour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, Equipment und alles habe ich euch natürlich unten in die Kommentare gepackt. In die Beschreibung. Ja, sorry für die Inaktivität. Ja, habe ich ja gesagt, darauf wollte ich jetzt noch was eingehen. Und dafür stelle ich jetzt ganz dramatisch meine Kamera mal gerade hier auf. So, es ist nämlich so. Mein PC, den ihr hier hinter mir seht, der ist kaputt. Also der funktioniert noch. Es funktioniert noch alles. Seht ihr gerade, seht ihr hier? So, kann man auch alles ganz normal bewegen. Läuft alles, ne? So, zack. So. Aber das ist halt die Sache, der hängt sich halt, ich sag mal, alle, wenn es jetzt nicht gerade gut läuft, alle 10 bis 20 Sekunden mal auf. So, dann kann es auch schon mal sein, wie gestern der Fall war, dass vielleicht auch mal ein ganzes Video, was ich bisher schon fast komplett geschnitten habe, einfach mal verloren geht. Das ist mir gestern passiert. Ja, war natürlich sehr schade. Hat mich natürlich auch ein bisschen aufgeregt, aber ja, Leute, es geht weiter. Und jetzt kommt auch noch das zweite Problem. Ich habe nämlich mir Audacity geholt, damit ich vielleicht auch mal reden kann, weil das kann ich mit meinem Aufnahmeprogramm, mit OBS nicht. Ich kann nämlich nicht reden, während ich zum Beispiel ein Bild einblende. Das geht mit OBS nicht, und ja, weil die Tonspur, die normale Tonspur, wird nicht in OBS abgespeichert. So, und damit ich das tun kann, habe ich mir halt Audacity geholt. Ja, das ist jetzt die Sache. Ich habe die Audiodateien, hat doch alles super geklappt, habe alle Audiodateien reingetan, habe zwei Videos damit geschnitten mit den Audacity-Dateien. Und ich habe es auf YouTube hochgeladen. Das erste war Minecraft World. Das habe ich reingepackt. Direkt, zack, ging nicht. Also der hat es nicht angenommen. Da stand dann irgendwie, ja, bla bla bla, das Video ist in dem falschen Format, obwohl es MP4 war. Ja, das ist jetzt eine doofe Sache. Ich weiß nicht, woran das liegt, YouTube. Grüße gehen raus. So, und das zweite Problem war, als ich mein zweites Video aufgenommen habe, nämlich meine Morgenroutine. Die Videos werdet ihr bald auch wahrscheinlich sehen, wenn ich das ohne Audacity-Dateien geschnitten habe. Ja, die haben das auch nicht genommen. Und ich vermute halt, dass das an Audacity liegt. Beim zweiten Video war es so, das hat dann bis 100% geladen. Aber ihr kennt das bestimmt, wenn ihr ein Video hochladet, dann ist es nach 100% noch nicht ganz
verarbeitet und dann muss dann noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so rendern. Noch 20 Sekunden so ein Bläu, mehr, so einen dunkelblauen Balken noch so vorlaufen lassen, bis es dann wirklich veröffentlichen könnte. Ja, und das ist halt bis dahin gelaufen, wo die Verarbeitung von dem normalen Balken fast abgeschlossen war. Es war dann zu 100% und dann wäre dieser dunkelblaue Balken gekommen und dann wäre mein Video hochgeladen gewesen. So, aber dann hat er das, den Upload einfach abgebrochen. Ich weiß nicht wieso, hab's danach aber auch nicht nochmal versucht, weil das schon spät abends war. Ich weiß es nicht, ich vermute, es liegt an der Outer City-Datei, weil es bei den anderen Videos ja auch geklappt hat und ich bisher noch nie Outer City hatte. Ja, ist doof, aber ich muss dann jetzt gleich alles noch da so schneiden. Ja, an diesem ruckligen PC. Also nicht wundern, falls ich jetzt vielleicht ein bisschen inaktiver werde. Ja, Leute, ich versuche mein Bestes. Ich hoffe, die Videos, die jetzt bald folgen, werden euch gefallen. Ja, ich versuche, die so schnell wie möglich rauszubringen. Ich werde mich auch gleich direkt anschneiden von diesem Video und von dem Minecraft World und von dem Roomtour-Video setzen. Ja, dann verabschiede ich mich für dieses Video. Haut rein und ciao.